Was ist hier als Fahrzeichen-Pokémon oder Aufzeichen-Pokémon? Ach, Rocklef. Da wird schon halt mal Pokémon auch gehen, aber. Egal. Ich will ja auch ein bisschen im Spiel vorankommen. So. Tauros gibt's auch. Was? Angama gibt's auch. All die regionalen aus Pokémon Go. Tauros, hältst du irgendwas aus? Normal schon, oder? Obwohl der ist mehr so auf Angriff. Okay. Gute Chancen auf jeden Fall. Okay. Flottball ist das Beste. So. Wildbullen-Pokémon. Batscht das seinen Körper mit seinen Schwerfen aus, ist vor sich geboten, denn es steht kurz davor, mit Karacho auf sein Ziel loszustürmen. Mit Karacho. So ist das. Hier ein Gangama, das ist glaube ich doch ein bisschen mehr Verteidigung als Taos. Okay. Ja, nice. So gefällt mir das. So. Der Tigen ist noch ein Level up. Perfekt. Dann kann ich den jetzt endlich entwickeln lassen, ohne es abzubrechen. Unabsichtlich, logischerweise. So. Ich drücke nichts. Oh yeah. Fiaro. Neues Pokémon, Stichflammen-Pokémon. Fiaro ernährt sich vor allem vom Vogel-Pokémon. Aus den Zwischenräumen seines Gebietes sprüht es Funken, um seine Gegner einzuschüchtern. Na dann, Vorsicht, Vorsicht. Angama, Muttertier-Pokémon, obwohl es sein Junges im Beutel trägt, bewegt sich dieses Pokémon äußerst leichtfüßig. Gegner schrecken Angama mit blitzschnellen Schlägen ab. Er schreckt die Gegner ab, nicht umgekehrt. Ich hab das, glaube ich, falsch gelesen gehabt. Nee, ja, Clef, kannst du ruhig dort bleiben, wo du bist. Flasche Gummumilch, war auch nicht schlecht. Gleich ein Bisspark, ja, kann ich probieren. Ist eigentlich nicht. Naja. Also, noch sagen wir den oder nicht. Na. Egal, gut trainiert. Level Ups, jetzt entwickeln sich viele. Jetzt werden wir nicht viel weiterkommen hier. Krakelo. Erstmal. Zu Kravums. Krach-Pokémon. Einst nutzen die Menschen das Gebrüll von Kravums zur Kommunikation zwischen weit voneinander entfernten Dörfern. Praktisch, Knirscher, Claro. Start bis, ja. So, was wollen wir eins? Ach, Kadabra, ach ja, Kadabra, da entwickelt sich der Tasch. Ups. Kann ich dann auch schon weggeben. So. Isaflor. Dieser Flora-Samen-Pokémon, es nutzt Solarenergie als Nahrung und bringt so seine große Blume zum Blühen. Es geht dorthin, wo die Sonne scheint. Sonne scheint. Ich weiß nicht, warum ich ab und zu Wetter nicht auskriege. Blütenwirbel. Das ist alle Pokémon im Umkreis. Ist doof bei Doppelkämpfen, also. Ja. Machen wir mal irgendwas, damit es weitergeht hier mal. So. Dann schauen wir mal, ob wir noch was zum Trainieren haben. Nee. Ja, Klöff, also sonst okay.
Das ist alles alt schon. Sichelrohr, das braucht einen Stahl. Ein Metallmantel meine ich. Schlurp braucht, glaube ich, auch irgendwas. Oder wird er einfach so zu Schlurpleck? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Schlurp, wird da nichts. Ne. Level up mit Walzer. Kann Walzer nicht. Okay, ja, ich weiß, na gut. Macht ja alles nix, also das ist gar kein Problem. Dann lasse ich es erstmal einfach so. No, no. Why not, wenn ich nichts zu trainieren habe, soll ich machen. So, dann schauen wir, wie wir Pilze finden jetzt. Superball ist nah dran, aber leider nicht ganz. So, hallo, wer bist du? Oh, hier verhält sich nur ganz selten mal ein Trainer. Ich heiße übrigens Mr. Buddle. Hast du schon mal von Buddle-Brüdern gehört? Das sind meine Söhne. Du hast nicht zufällige Rüstungserz dabei, oder? Du weißt schon, dieses seltene Gestein, für das die Rüstungsinsel bekannt ist. Wenn du mir ein paar Brocken davon gibst, buddle ich mit dir mit meinen starken Armen im Nu jede Menge Watt aus. Es ist bestimmt kein Zweifel, dass wir uns hier getroffen haben. Zufall. Weißt du das? Zur Feier unserer Begegnung kann ich dir auf Kosten des Hauses ein Parat ausbuddeln. Na, wie wär's? Es wird zuvor dann bestimmt gespeichert. Yep. Okay, bei wie viel machen wir Schluss, Leute? 3000 Watt. Soll ich weiter graben? Schauen, oder? Ab wann machen wir Schluss? 10.000 oder so? Bisher habe ich 3000. War jetzt nichts, oder? Okay. Bisher habe ich 2000, aber du hast doch schon. Okay, das ist falsch irgendwie geschrieben, glaube ich. Okay, ich habe schon mehr als 10.000. Ich habe keine Ahnung. Nein. Lieber nicht. 15.000 Watt, ja, okay. Das ist in Ordnung. Ist ein Buddel, da kann ich weiterhin. Watt ausgraben. Ah, okay, das kann. Ah, okay. Naja. Okay, das war wieder was anderes. Der schwindet nicht dann auf einmal. So wie der andere. Aufwärmtunnel. Du wirst nie und nimmer glauben, was für einem grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Für 100 Watt zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung, aber nur ausnahmsweise. Ja. Hier, dann schau dir mal das wahnsinnig tolle Pokémon an, das ich entdeckt habe. Seeper. Sagenhaft, oder? Welche Pokémon man antreffen kann, hängt auch von der Wetterlage ab. Es lohnt sich also, jeden Tag aufs Neue loszuziehen. Okay, tschüss. Ein Sandan. Ein Tragos, so. Ein Dick da eingegraben. Na gut. Dann fangen wir den mal mit Flottbällen, dann kann ich mir langsam mal wieder beim Trainieren. So. Dann kann ich neue trainierbare Pokémon in mein Team holen. So. Moss-Pokémon, das badet sehr gerne im trockenen Sand. Dadurch befreit es seinen Körper von Schmutz und Feuchtigkeit. Und verdreckt es mit Sand. Oh, na egal. So, das war eines. Noch zwei Dicke hier in der Höhle und jetzt ist Dragosso verschwunden, aber egal, da hinten wir mal ein. Kampfknochen, der den Angriffswert von Dragosso oder Knogge erhöht, wenn sie ihn tragen. Yep. Praktisch, dass er in Dragosso ist. Ah, egal. Nicht noch schön. Boah, jetzt nicht mehr extra umstellen. Mal gleich machen. Ein harter Knochen. Ja. Das war wirklich ein harter Knochen. Jetzt hast du recht. So, einsam Pokémon. Denkt Dragosso an seine verstorbene Mutter, so weint es. Sein Schluchzen hallt dabei in dem Schädel, auf seinem Kopf klagende wieder. Das ist traurig. Oh, ich glaube, ich habe einen Pilz gefunden. Aber erstmal. Sandan, Chakadabra, Dragosso statt Fiaro.
Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Neues, was da nehmen kann. In der Höhle mal gucken, ist noch ein Kangama, das brauche ich nicht. Welch wilde Dünnerpilze, möchtest du sie ansammeln? Ja, sicher. Halt, stopp! Jetzt dreh dich! Achso. Nach dem Dreh, das wird jetzt kommen. Warte, was? Die wachsen von alleine in solchen Dreiergruppchen? Das wird ja leichter als gedacht. Ich habe sie zuerst gesehen, ich schwör's. Wenn du gute Manieren hast, überlegst, lässt du sie mir. Immerhin bin ich schon länger im Dojo als du. Niemals, wenn du sie so dringend brauchst. Nein, ich habe keine guten Manieren. Menno, hätte ich mir ja denken können, dass du so reagierst. Weißt du was? Du nervst. Tauchst wie aus dem Nichts auf, jung und selbstbewusst, als ob du hier, ob dir alles gehören würde. Als du denkst, du könntest mir hier ungestraft die Suppe versalzen, hast du dich getäuscht. Freu dich auf eine giftige Abreibung. Okay. Kann ich immer einen Sandern trainieren, ich meine. So, sofort rauf oder mich wieder heraus. Ah, das sind ein paar stärkere Pokémon, das scheint. Oder zumindest ein neues. Aber du bist natürlich ein harter Hund, Hund. Und dann? Jetzt stellen wir einfach klar, wer stärker im Verbandsband ist. Ja. Und dann, let's go. Ja, okay, das war nur der Parfleckmann dort. Das ist jetzt nicht mehr so schnell. Ein harter Hund, der hat das auf jeden Fall. Komm, hab auch ein paar stärkere Pokémon bitte. Smogon. Ja, Smogon, okay, und. Ein Rollum jetzt schon mittlerweile. Nein, immerhin. Achso, nein, wechseln will. Verliere ich etwa schon wieder? Das stimmt. Was stimmt denn nicht mit mir? Ja, du hast eben noch keine ganz platte Level 100er Pokémon, so wie ich von früher. Daran könnte es liegen. Wie präzise du meine Schwachstellen angreifst, was bist du? Mensch oder Maschine? Maschine? Aber nur ein Trockner oder so. Ist nichts Großes. Was hast du bitte, das ich nicht habe? Level 100er Pokémon. Ja. Und so. Menno, warum schaffe ich es einfach nicht, dich zu besiegen? Dabei habe ich mir solche Mühe gegeben. Woran fehlt es mir? Schön, dann behalte Pilze eben. Ich sehe mich einfach nach viel besseren Exemplaren um. Tu das. Pö. So, jetzt aber her damit. Ah, okay. Ja. Dünnerpilze, die fetten Pilze habe ich jetzt in meiner Kampftasche verstaut. Ein Pilz, der über die Eigenschaft verfügt, die Gestalt von Dynamax-Pokémon zu ändern. Im Kampf hebt er alle Statuswerte eines Pokémon an. Beep, beep, beep. Hallo Marcy, na, wie kommst du mit der Prüfung voran? Ein Kinderspiel. Was, du hast schon drei Dünnerpilze aufgeschwört? Sag bloß. Die anderen Schüler habe ich bereits kontaktiert. Wie es aussieht, bist du wieder mal zuerst fertig. Ich muss schon sagen, viel besser könnte dein Einstieg ins Training eigentlich nicht laufen. Ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf. Hab einen sicheren Rückweg. Bis gleich. Üb. Was haben wir da noch? Noch ein Dragosso. Brauche ich nicht. Noch ein Sandan. Brauche ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Ein Dick da noch. So, das ist noch eins in der Höhle. Eins gibt es jetzt noch in der Höhle. Genau, das ist schon wieder was anderes. Na gut, das ist nicht so groß. Könnte ich eigentlich noch holen, das eine Dick da. Aber macht ja nichts. Was finden wir in der Wüste hier so? Sandama direkt. Dann brauche ich eigentlich nicht. Dann brauche ich das Sandar nicht entwickeln, aber egal. Der eine Level ist einfach als das jetzt zu machen. Dann haben wir hier Rehornio in Wild. Okay, von mir aus. Du wirst nie und nimmer glauben, was für ein grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Für 100 Watt zeige ich es ausnahmsweise. Lalala. Was denn bitte? Ein Vonera. Cute. Sagenhaft, oder? Yep. Richtig toll. Da bekommen wir hier so die Anträge anscheinend. Das gab's schon, das gab's schon, das gab's schon. Ein Beulenhelm. Ja, das was der macht. Zorokex gab's aber nicht, oder? Pizza habe, hui oder pfui? Eher pfui, würde ich sagen. Ah, okay, gab's schon, ja.
Also für mich persönlich halt jetzt. Hast du nicht, dass es wirklich schlecht ist? Übertrank, Nugget. Nehmen wir gern mit den Sanddünen hier. Oh. Sanaconda gab's auch schon. So. Also halt raus. Schlagbohrer. Ein paar Watt, das nach Ihorn, da gibt es wirklich alle Entwicklungen. Das war die einzige richtige Antwort, sonst wärst du ein Unmensch gewesen. Hm. Wenn du das sagst. Nahrung gab es schon vorher. Da war ich jetzt nicht danach suchen. Was haben wir da? Gegenschlag, ein paar technische Platten. Wenn er mal verwenden kann. Naja, gut. Feuerstein, Nachbarn. Wie soll ich jetzt an hier? Ich kenne das nicht so direkt hier in dem Ganzen. Im ganzen Sandgestöber hier. So, noch was. Und dann fliegen wir mal zurück, damit ich rein kann. Und dann da war noch was. Steinknochen. Kampfknochen. Hier noch was. Ja, hier. So. Sternstab. So, jetzt mal wir mal weg. Oder? War da noch was? Glaube nicht. Aufzeichen abtime. 3 Stunden und 12 Minuten. Entschuldigung, das habe ich nicht. Okay, dann ist schon zurück. Jetzt bin ich da ganz hinten. Das heißt, ich war eigentlich schon fast auf der ganzen Insel. Oh, schade. Hier ist eine Kroneninsel. Hier ist auch noch irgendwas. Wabeninsel. Krass. Noch ein paar Inseln. Insektenmeer. Fernarchipel. Fitnessmeer. Ah, ja. Da muss ich hin. Dann werde ich zur Großgefilde zurück. So, schon näher, aber nicht der Wuffels, aber ich hab da euch verkackt. Für heute. Da will einfach ganz mehr spawnen. So. Jo, ich schaue auf jeden Fall, dass ich die Prüfung hier noch abgebe und dann mache ich für heute Schluss. Nächstes Mal hole ich mal mehr zu trinken. Wolfsachen, ne, die behalte mal. Zitat, blau, marron, gelb, Persim, na gut. Wuffels, Wuffels, Wuffels. Hi. Hallöchen, 15 weitere Diktor, da sind da. Sind dank deiner Hilfe zu mir zurückgekehrt. Du hast bisher 16 Mal einen Diktor gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 135. Ah, damit wären wir bei mindestens 5 Diktor. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung. Ah, okay. Hier, mit diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken. Das Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie meine Dicta. Alola Mozzi. Okay, geil, da wird mal lauter Alola-Pokémon von dem. Interessant. Na dann, her damit. Ich möchte mich ordentlich bei dir bedanken, sobald 10 Dicta wieder bei mir sind. Ja. Dann los. So. Alola Flagmon gibt es aber nicht. Ein normales Flagman, achso, weil es da noch keine Flagman gibt. Okay, das macht Sinn. 20, okay. Okay, dann gibt man eh meine Belohnung. Na dann. Magst du dann direkt oder gehst du erst was essen? Ich denke, wir können dann gleich, aber ich sag dir dann noch per WhatsApp oder so Bescheid. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, ob jemand schon zu Hause ist oder. Jo, wie es halt ausschaut. Muss ich mir erstmal zu Gemüte führen. Dann kann ich da Bescheid sagen. Theoretisch, wenn jetzt noch niemand da ist, dann eigentlich direkt. So, na dann. Okay, was läuft? Oho, willkommen zurück, Marcy.
Du hast die zweite Prüfung bestanden. Herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Spieler, Schüler haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorgen, als nach Dienerpilzen zu suchen. Es ist zwar schade, aber anscheinend hat außer dir niemand bestanden. Doch jetzt stärken wir uns erstmal. Kochen wir aus den Dienerpilzen eine feine Dünersuppe. Na dann los. Sehr schön, sie ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die Dünerpilze, die du mitgebracht hast. Schnaff. Moment, wartet noch. Sephora, was ist denn los? Du bist doch völlig aus Atem. Ich habe auch Dünerpilze gefunden. Oho, gut gemacht, Sephora. So viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du die zweite, die Prüfung Nummer 2 bestanden hat. Ich hab's geschafft. Du brauchst doch nicht zu weinen, Sephora. Du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch. Meister Enia, ich hätte zum allerersten Mal eine egoistische Bitte. Können wir für die Dünersuppe meine Dünerpilze verwenden? Ich möchte die Früchte meiner harten Arbeit so gerne mit allen teilen. Ach, Sephora, dieser Wunsch ist leicht erfüllt. Auch wenn das keinesfalls deine erste egoistische Bitte war. Vielen lieben Dank. Tut mir leid, Marcy. Nimm es uns bitte nicht übel, dass wir Sephoras Dünerpilze für die Dünersuppe benutzen. Aber Sephora ist selten so ernst bei der Sache. Die Geste scheint dir sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du deine Dünerpilze nach Belieben verwenden, okay? Und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sieh die drei Dünerpilze einfach als Bonus an. Ja, nice von mir aus. Ich habe lieber einen Bonus als so eine coole Suppe aus meinen Pilzen. So, das Warten hat ein Ende. Ich präsentiere euch die Spezialität des Master Totos, die Dünersuppe. Hab ich einen Dualkampf? Fahrt rein! Guten Appetit! Du hast die Dünersuppe im Nu aufgegessen. Ach ja, du weißt da noch gar nicht richtig Bescheid. Hey, das Teller sind aber ziemlich sauber dafür, dass die Suppe darin war. Außerdem sind da keine Löffel oder irgendwas. Also, naja gut, das kann man eigentlich auch austrinken, aber trotzdem. Unsere Dünersuppe bewirkt. Du spürst, wie aus deinem inneren Dynamax-Energie aufsteigt. Das hättest du wohl gerne, was? Leider bewirkt sie nichts, wenn Menschen sie essen. Aber bei bestimmten Pokémon entfalten sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamaximierung die Giga-Dynamaximierung durch, bei der sich auch ihr Aussehen verändert. Ab jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du Dünersuppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zubereiten lassen. Ja. Nun, lass es mich noch einmal offiziell herausposaunen. Prüfung Nummer 2 ist erledigt. Und danke für das leckere Essen. Danke für das leckere Essen! Dualkampf, haha, yep. Marcy, schau später mal in deinem Zimmer vorbei. So, Steffen ist auch da, kurz vor Ende des Streams, sorry. Aber hallo, guten Tag und dir auch, ne? So, wie geht's übrigens? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen jetzt, da ich habe nicht mehr... Jo, nach langer Zeit wieder Pokémon, ne? Der Meister hat dich zu sich gerufen, oder? Dann lass ihn besser nicht warten. Zum Glück wurde ich nicht für Suppenkochen verantwortlich gemacht. Unser Schüler, der für Suppenkochen zuständig ist, hat ein gutes Händchen dafür. Wir haben ihn beim harten Training unterzogen, das er mit Bravo bestanden hat. Sie haben uns eine begrenzte Anzahl an Dünerpilzen kämpfen lassen. Eine ziemlich fiese Prüfung, wenn man so mal so darüber nachdenkt. Mit einem Pokémon im Kampf an Dünerpilz zu essen, soll wohl was ziemlich krasses passieren. Den kenne ich schon. Was ist denn mit den Attacken? Hi. Nanu, wurdest du etwa auch vom Meister hergerufen? Claro. Ich werde für 100 Watt ein Synthese-Rezept beibringen. Was für ein Ding? Wenn du TP82 synthetisieren willst, brauchst du folgendes. Zunächst einmal benötigst du eine Zitrobeere, als zweites brauchst du eine Abwehrfeder, anschließend einen Schwerschweif und sogar der letzten Zuckerkleeblatt. Dann bekomme ich eine TP für den ganzen Plunder. Ja, das stimmt, hat gerade das Upgrade geladen und legt gerade das los. So nice. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen. Jetzt bin ich doch schon ein bisschen drin. Am Anfang ging es ein bisschen schleppend, aber jetzt gibt es doch. Viele Pokémon habe ich schon gefangen. Jo. Also. Ich soll hier also. Angeblich. Hier sind die Aprikokos. Soll ich von einem schon viele? Yep. So viele neue Sachen, Wahnsinn. Blau habe ich ziemlich viele. Ja.
Ach so, ein Superball. Na, danke. ja, auf jeden Fall viel Spaß. Ich finde es bis jetzt eigentlich ziemlich cool. Halt eben den neuen Pokémon und es gibt wieder halt Neues zu tun, storymäßig. Also, das ist eine gute Mischung auf jeden Fall. Marcy, Sephora, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Master, ihr wolltet etwas mit uns besprechen? Mit mir? Nein, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Master Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen Prüfung Nummer 3 sind. Die letzte finale Ultimate-Prüfung, was? Die letzte finale ultimative Nummer 3? Die finale? Ich wollte also einfach nur sagen, also, sorry, kann ich lesen. Egal. Wollte uns also einfach nur sagen, dass die nächste Prüfung ansteht? Exakt. Ihr zwei habt als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt, somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen gegeneinander kämpfen, das ist die letzte Prüfung? So ist es, die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit, aber der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaximierung anwenden. Was mache ich hier dann noch? Ich muss sofort auf den Platz und mich innerlich vorbereiten. Also dann, ich gehe schon mal vor. Lass du dir dabei ruhig Zeit mit deinen Vorbereitungen, ganz wie ein Phlegmon. Okay. Ich fand Pokémon Smile ziemlich cool, so viel wie in den Kopf kratzen musste, kann der die nächsten Monate nicht mehr jucken. Ja. Ist halt für Kinder sicher gut, ja. Aber nichts dagegen. Gar nicht so schlecht. Sephora hat an und für sich schon Talent. Ich fand Pokémon Snap ganz cool, dass da was Neues kommt. Aber wann ist halt noch ein Rätsel. Hat schon Talent, habe ich hier schon vorgelesen, glaube ich. Aber dass sie sich dessen bewusst ist, geht sie alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Marcy. Eure Rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation sie nicht vom richtigen Weg abbringt. Mal gucken. Er spielt immer noch Pokémon Quest. Gibt es einen Kampfplatz in deinem Dojo, wenn du bereit bist? Nein, ich will lieber bei Pokémon Quest spielen zuschauen. Du bist schlecht. Muss ich da leider mitteilen. So, Pokémon heilen jetzt endlich einmal. Falls sie nicht hier schon geheilt sind, ich weiß es nicht. So. Na gut, dann werde ich die letzte große Prüfung auf jeden Fall mal morgen machen und dann natürlich auch direkt weiter Pokémon fangen neue und trainieren. Habe ich jetzt schon irgendwas Neues? Ach ja, Phlegmon, normales. Ich könnte mein Gala Phlegmon trainieren. Wie entwickelt sich das nochmal? Einfach wieder Level Up, oder? Oder mit dem Kingstern und Level Up dann tauschen. Egal. Lass mal es dabei so. Macht sie durch Freundschaft. Ja, ja. Gut, ja, ich fange einfach mal ein bisschen was. Da muss ich hier ein bisschen Platz machen. Oje, na gut, dann muss ich das ja noch machen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr im Stream, das mache ich dann halt später. Bei Snap vermute ich das Weihnachtsgeschäft. Ich denke, aber nächste Woche kommt noch was bezüglich Remake oder halt Let's Go. Stimmt, ja, ja. Nächste Woche will er ja noch irgendein großes Projekt vorstellen. Ja, doch, vielleicht ein neues Let's Go oder so. Oder vielleicht wirklich ein Remake von Sinnoh, also von der vierten Generation einfach so. Aber wohl. Eher ein Let's Go, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt erstmal Schluss machen hier. Und ich bin morgen wieder um 15 Uhr für euch da. Dann legen wir direkt los. Dann brauche ich kein React machen auf den Stream von Pokémon. So, fände ich beides geil. Ja, ich auch. Also, muss schon wirklich was extrem komisches sein, damit ich es nicht mag, wenn es um Pokémon geht. Also, ja, von Pokémon mag ich eigentlich. Bin ich eigentlich immer überzeugt, was die machen. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall, morgen geht es hier weiter und ich hoffe, da sind wieder ein paar Leute dabei.
Gut, es war mein Fest, hier die 3 Stunden hier zu reacten und zu spielen. Und freue mich schon, wenn es morgen weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bin ich jetzt mal weg, weil ich habe noch was Wichtiges zu erledigen. Also tschüssi!